Flugbahn genommen hätte vorher. Aber nee, schön. Gut, dass wir den in meinem Flug auffangen wollen. Ich muss gestehen, mein Bedenken war immer so ein bisschen nur auf den Prall. Es ist im Endeffekt, als würde der, ne? So. Nach diesem hier folgt nur noch ein Test. Ich weiß, eure Kerne entstammen Taschenrechnern, geeignet für simple mathematische Aufgaben und nicht für Tests. Doch wenn wir die Menschen retten können, dann lasse ich euch etwas addieren. Wer weiß, vielleicht sogar subtrahieren. Wie nett. Guck mal, da müssen wir raus. Hin. Wir brauchen irgendwoher so einen Kubus. Wo kriegen wir den Kubus her? Hier sind ganz viele Knöpfe. Ah, und da geht's ganz schön weit runter. Da kommt ein Kubus. Was macht der? Ah. Cool, da ist sogar ein Timer. Und abgelaufen. Also, klingt doch logisch. Da drauf, du springst. Der fällt da oben hoch, so? Hm? Also, ganz einfach. Du springst hier gleich da hoch. Ich mach den Kubus. Also hier, du stellst dich mal da drunter, da so hin. Springst hoch. In dem Moment drücke ich hier das Knöpfchen. Nicht wirklich. Das wird nicht passieren. Kannst du nicht hochspringen? Nein, nicht so hoch. Auf keinen Fall. Aber ist trotzdem schön, dass du es mir zutraust. Das wird nicht funktionieren, aber... Meinst du, wir müssen das Ganze erstmal zusauen? Weil hier haben wir auch noch so ziemlich viele Felder. Ja, ich glaube nicht alles. Ich glaube, wir machen es wie gehabt. Hoppla, falsche Seite. So, du läufst jetzt rüber. Das ist hier der Dingens mit dem Timer, ne? Und der Timer dauert ein paar Sekunden, oder wie sehe ich das? Ja, der hat ganz richtig lange gehalten, durchaus. Gut. Das bedeutet, du läufst zum... machst das Ding auf, läufst zum Timer. Ah, noch besser, genau, richtig. Du läufst zum Timer, machst das... Nee. Dann braucht keiner mehr rüber machen. Und zwar machst du das Ding hoch. Und ich setze mir irgendwann mein gelbes Portal, sodass ich dann drüber springe. Das heißt, sobald die Dinger oben sind, kann ich das gelbe Portal nehmen, rüberspringen und du gibst mir den Kubus. Oder umgekehrt, aber dann muss ich die beiden unten zum Durchlaufen machen. Okay, weil ich sehe es ein. Ja, ja. Okay. Sag, wenn ich die Dinger hochmachen soll. Andersrum. Ich habe sie jetzt hochgemacht. Jo, ist. Bin da. Okay. Nächster Kubus kommt. Hast noch Zeit. Hast Zeit. Hast eine Menge Zeit. Hast viel Zeit. Ja, Zeit letzte Runde. Wow. Ja, los. Ab dafür. Wo musst du denn hin? Dahin. Hier. Das war erstaunlich wenig, oder? Ja. Oh, was man hier hätten alles versauen können. Wollen wir noch? Ja, ein bisschen, ne? Komm, lass mal ein bisschen hier. Wenn du überlegst, dass du hier alles zumüllen könntest. Testsubjekte kommt etwa ein Monster. Hättest du halt auch anders lösen können, ne? Das war auch hier. Vielleicht haben die das sogar so gedacht, dass du im Endeffekt. Ne? Ja, das ist die Alternative gewesen. Dass ich dich quasi hochschicke. So mit Portal und dann rüber. Wow, Kollision. Kollisionsabfrage funktioniert. Was das interessant wäre? Wenn du hier den Dingens drückst, dann genauso schnell da bist, wie der andere fliegt. Ah, gut. Oh Mann. Das Schlimme an der Geschichte ist ja diese schwere Geburt aus dieser Nummer. Ne? Mhm. Im Endeffekt.
Es ist eigentlich so einfach.